Moin, alle zusammen. Herzlich willkommen, beziehungsweise ich komme gerade zurück von Jazz Ahead. Kann man das sehen? Na, ist nicht so schlimm. Also, für unsere Lieblingsband Mirage World, ich wurde beauftragt, sozusagen, als Vertreter für diesjährige Jazz Ahead. Das hat in Bremen stattgefunden, von 27. bis 30. April. Also, 4 Tage voller Jazz. Das war auch für mich persönlich das erste Mal, dass ich da war. Hat mir echt umgehauen. So viele Leute, so viele Eindrücke, Jazz, Weltmusik, tolle Künstler, viele Showcases. So, auf jeden Fall, mein erster Eindruck ist, dass Mirage World muss auch dort spielen, zwar nächstes Jahr. Und wie kommen wir dahin? Ja, deshalb waren wir ja da. Also ich, zunächst, das war auch ein sehr interessanter Abend, der erste Abend. Das war Deutsche Jazzpreis. Ich war natürlich auch da als Zuschauer. Die Idee ist, das quasi zu gucken, welche sogenannte Jazz-Weltmusik ist momentan quasi nominiert ist und welche Gruppe hat gewonnen. Die Bands, die gewonnen hat, hat das gespielt. Dann kann ich dann live auch sehen, wie die Musik ist. Das war sehr schön. Auf jeden Fall werden wir das in Oktober anmelden. Also, das ist auch sehr schön für diese Jazz Ahead als Messe, dass verschiedene Länder haben deren Stand quasi da vertreten. Und ich hatte die Möglichkeiten, mit diesen Leuten zu unterhalten. Also Ziel 1 von Mirage World ist das erstmal herauszufinden, welche Festivals in Europa stattfinden und wann und wie man quasi als Band dort anmelden. Also wir haben mit vielen netten Vertretungen von verschiedenen Ländern gesprochen. Ich hatte mit Leuten aus Bulgarien, aus der Schweiz, aus Litauen, aus Portugal, aus Griechenland, sogar Australien war das, aber das für uns Miras war wahrscheinlich erstmal ein bisschen zu weit weg. Wir werden das wahrscheinlich nächstes Jahr erstmal für die Europa, die Länder, die skandinavischen Länder, was beides dann Norwegen, Schweden, Finnland auch und Dänemark. Und dort gibt es immer Snaps am Stand. War natürlich auch mit Vertretungen von der deutschen Festivals in Baden-Württemberg, in Niedersachsen, in Köln Jazz Week und natürlich in Hamburg von Jazz Moves. Also tolle Informationen als Neuling. War auch interessant, haben wir auch mit der Stand von der Initiative Musik wegen der Forderungen, dass wir als Band tatsächlich doch tolle Unterstützung bekommen könnten von der deutsche Regierung, also vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese Möglichkeiten. Ja gut, wir müssen uns erstmal anmelden und uns bewerben, aber es gibt Möglichkeiten, das finde ich schon mal tipptopp. Und
Was ist auch interessant, während der Jazz Ahead, das war die natürlich die Club Nights. Und dann kann man ja auch die ganze Band sehen am Abend, live dabei und dann snacken, netzwerken mit die ganze Who's Who in der Jazz- und Weltmusikszene Europas. Da waren, wow, also Musik ist spitze, die Leute sind nett. Ich habe so viele Kontakte in der Musik wie noch nie. Und ja, nach der Messe, quasi jetzt zurück nach Hamburg, ist quasi die Zeit, dass die ganze Aufarbeitung, ne? Nacharbeitung, das heißt alles, was man schon, die ganze Kontakte, die gesammelt ist, dann bereiten wir jetzt so, ja, die ganze Kontakte, was man das schreiben sollte und so weiter, uns vorbereiten. Also vor der Messe, nach der Messe ist vor der Messe, also auf jeden Fall. Ich muss sagen, das war eine richtige Entscheidung, dass Miras World auch zu Jazz Ahead kam. Also, in diesem Sinne erstmal, vielen Dank, dass ihr dann hier ein bisschen von kleinen Erklärungen meiner Seite über Miras at Jazz Ahead und dann ihr würdet dann jetzt quasi ab jetzt auch sehen, was wir danach arbeiten, damit das Miras Band nächstes Jahr in Jazz Ahead 2024 tatsächlich in Showcase teilnehmen und hoffentlich auch für den Deutschen Jazz Preis nominiert. Adieu und Ahoi! Thank you.